Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Und heute fahren wir nach, dem ich es schon lange machen wollte, endlich mal mit der Schusterbahn in Stuttgart. Eine sehr selten bediente Bahnstrecke, die eigentlich hauptsächlich dem Güterverkehr dient. Da wird sie natürlich viel befahren, aber im Personenverkehr sehr selten nur 6 Züge pro Richtung und das auch nur Montag bis Freitag. Und wir werden heute mit einem davon fahren. Wir starten im Bahnhof Untertürkheim, der ansonsten nur von S-Bahnen angefahren wird, und schauen uns jetzt erstmal die Einfahrt unseres Zuges an. Davor sehen wir hier auch schon RB11 nach Kornwestheim. 3 Züge am frühen Morgen und 3 am Nachmittag. Und ihr seht schon, zum Einsatz kommt die Baureihe 426, auch bekannt als Erdbeerkörbchen, also die kleine Variante der Baureihe 425, aus 2 Teilen nur bestehend, wurde 2017 modernisiert für diese Strecke hier, hat allerdings immer noch die ziemlich unkomfortable Ausstattung, die man von der Baureihe 426 und 25 auch kennt. Können ja einmal durch den ganzen Zug gehen, sonderlich lang ist er ja nicht. Hier sehen wir die erste Klasse, die aber kaum einen Unterschied zur zweiten Klasse hat, sich also hier überhaupt nicht lohnt, dafür ziemlich viel Platz einnimmt. Hier haben wir einen großen Mehrzweckbereich und eigentlich besteht dieser Zug auch nur aus 4er Sitzgruppen. Der gehört zur S-Bahn Stuttgart, die Strecke wird also von der S-Bahn Stuttgart auch betrieben, ist allerdings eine Regionalbahn. Hier sehen wir es auch, R11 oder Regionalbahn 11 heißt diese Linie und hier verlassen wir dann schon den Bahnhof Untertürkheim. Und jetzt fahren wir in Richtung Kornwestheim über die Schusterbahn, die eben nur 6-mal pro Tag und nur unter der Woche bedient wird. Da wir jetzt auch schon länger nicht mehr mit der Baureihe 426 unterwegs waren, hören wir uns hier auch einfach mal an, wie denn dieses Fahrzeug so klingt. Ja, man hört es sehr typisch, der Klang dieses Zuges, deswegen wird er auch quietschi genannt. Wir erreichen jetzt hier das Viadukt Stuttgart-Münster, das auffälligste Bauwerk entlang der Strecke, 855 Meter lang und etwa 30 Meter hoch und bietet einen tollen Blick auf Stuttgart. Wir überqueren mit diesem Viadukt, so wie es genannt wird, den Neckar. Allerdings wurde die ursprüngliche Brücke inzwischen durch eine relativ nüchterne Betonkonstruktion ersetzt. Also ein Viadukt ist es nicht mehr wirklich. Hier passieren wir jetzt das Kraftwerk Stuttgart-Münster und erreichen dann mit dem Bahnhof Münster auch den zweiten Bahnhof entlang dieser Strecke. Davor haben wir noch in Stuttgart-Ebelsweg gehalten. Stuttgart-Münster hat nur einen Bahnsteig, das heißt, die Züge müssen in beide Richtungen hier am selben Bahnsteig halten. Es fährt aber auch nur dieser eine Zug hin und her, von daher ist das gar kein Problem. Jetzt kommen wir hier zum Schnarrenbergtunnel, dem einzigen Tunnel der Strecke. Der ist 272 Meter lang und direkt dahinter erreichen wir dann den Haltepunkt Stuttgart-Zatzenhausen. Das ist dann auch schon der letzte Halt, danach erreichen wir dann unseren Endhalt
in Kornwestheim. Auch Kornwestheim wieder ein Bahnhof, wo ansonsten ausschließlich S-Bahnen halten. Das heißt, man muss, um mit dieser Linie zu fahren, auf jeden Fall vorher S-Bahn fahren. Davor überqueren wir hier noch das 266 Meter lange Feuerbach-Viadukt. Auch hier der Name eher irreführend, auch das eher ein nüchterner Betonbau. Ja, aufgrund der kleinen Züge und der geringen Anzahl an Fahrten bin ich davon ausgegangen, dass der Zug komplett leer sein wird. Der war aber tatsächlich etappenweise ziemlich voll. Das waren fast alles Pendler, denn in Untertürkheim und Kornwestheim war der Zug jeweils relativ leer, an den Zwischenstationen teilweise gut gefüllt. Warum heißt diese Bahnstrecke denn nun eigentlich Schusterbahn? Das liegt daran, dass wir in Kornwestheim gleich an den Salamanderwerken vorbeifahren, also einer Schuhfabrik. Und früher diente diese Strecke eben hauptsächlich als Zubringer zu diesen Werken. Heute ist die Strecke vor allen Dingen als Umgehungsstrecke für den Kopfbahnhof in Stuttgart sehr wichtig. Im Personenverkehr eben nur eine untergeordnete Rolle. Das könnte sich in Zukunft aber auch ändern. Es gibt zumindest Überlegungen, eine Linie S11 einzuführen, die dann zwischen Ludwigsburg und Esslingen verkehren könnte. Wir erreichen jetzt hier Kornwestheim. Im Hintergrund seht ihr auch das Salamanderwerk. An einem extrem langen Bahnsteig für unsere kleine 426 kommen wir an. Und von hier aus muss man dann einmal rüber zur S-Bahn gehen, um dann zu den nächsten Regionalbahnhöfen zu kommen. Das wäre in dem Fall Ludwigsburg. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich sehr über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.